Howdy, Folks, und willkommen zurück zu Coral Island. Ja, jetzt habe ich OBS nochmal x Audio-Einstellungen verstellt und ich hoffe, wir haben das in den Griff gekriegt mit dem Audio-Delay. Schauen wir mal. Receipts. Kann ich da etwas kochen? Zurück. Hey, Lingling. Rucola, endlich tauchst du auf. Hallo? Schnell, komm mit mir ins Labor, es ist fertig. Ich habe auf dich gewartet. Du gehst ziemlich langsam, Rucola. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen, weil ich schon so aufgeregt war, dass ich dir das zeigen kann. Ah, ich zeige es dir. Ah ja, zeig, zeig. Zeig, zeig. Das ist der Tauchanzug 2.0. Kein sehr zündender Name, ich weiß, aber er kann es. Kann was. Bei deinem Mundstück habe ich noch einen Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Außerdem eine Hörmuschel und einen Prozessor, die Verarbeitung und übersetzt. Die verarbeiten und übersetzen dann die Sprache des Seevolks. Und darüber hinaus habe ich auch noch einen Monitor bei deiner Schwimmbrille hinzugefügt. Er übersetzt auch alles Geschriebene aus der Seevolkssprache. Das wirst du brauchen, vertrau mir. Du hast das so schnell hingekriegt, wie hast du das angestellt? Tut alles, danke Ling, ich bin schon aufgeregt. Bin schon aufgeregt, dass ich wieder mit dem Seevolk sprechen kann. Ich bin ziemlich eifersüchtig, wenn nur... Nun ja, ich glaube, das ist alles. Hab viel Spaß im Wasser. Göttin im Himmel, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du sonst noch da unten entdecken wirst. Bams. Taucheranzug 2.0. Das Tierfest findet am 12. Sommertag statt. Bring dein Haustier zum spaßigen Rennen. Wenn du einen Huhn oder eine Kuh hast, melde sie zum Wettbewerb an. Das Event beginnt um 9 Uhr vor dem Gemeindezentrum. Radieschen. Dann pflanzen wir die doch gleich. Uni. Ist das alles? Kommt raus. Äh.
Scheiche. Was wir hier im Sommer schon gespendet haben. Sommer. Blaubeere, Peperoni, Sonnenblume. Nichts machen. Mit unserem neuen Taucheranzug. Silver Essence. Algen und keine Fasern. Möp, möp, möp. Grindel. Da schon runter. Ja. Ja, verzieht euch hier. Dreiecksmuschel. Roter Seedrache. Tagebuch öffnen. Nein. Das Tier. Gespendet. Nein. Ist blockiert. Ja, ja. Nehme ich auf? Ja. Nehme ich auf. Ja.
Hat sich was verzogen. Nice, nice. Haben wir denn von den zurückziehenden Wurzeln? Noch ein roter Seedrache. Noch einer. Jetzt brauche ich da noch einen. Dreiecks- oder Drecksmuscheln. Spitzschnecke. Hallo? Hallo, Anker. Ja. Sind wir gekommen für einen Tag? Kann ich noch ins Labor? Mir tut der Kopf, es ist das Licht auf. Ja.
Bruckala, wunderschöner Tag am See. Oh, tut mir leid. Mama, das ist Rucola. Ihr zwei habt euch doch sicher schon kennengelernt, oder? Rucola ist der neue Farmer auf diesem Grundstück. Ja, ja. Ja, wir haben uns schon kennengelernt. Wie geht es dir, mein Lieber, meine Liebe? Mama und ich machen ein bisschen Stretching. Ich hatte heute ein wenig Freizeit. Also dachte ich mir, ich bringe sie hierher. Das Stretching fühlt sich gut an, das stimmt, aber alleine macht es keinen Spaß. Zum Glück macht es Noah nichts aus, mir Gesellschaft zu leisten. Ich wünschte, ich könnte länger bleiben. Ich muss Mehl von Sams Laden holen. Mama, Frank muss mehr Leute anstellen. Es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, der herumläuft und Sachen für die Taverne kauft. Manchmal schneidet er sich mit seinen günstigen Preisen ins eigene Fleisch. Sonnemann, in dem Fall solltest du es vielleicht jetzt machen. Wenn es dich nervös macht, dann solltest du es nicht aufschieben. Auch du wärst hier ganz allein, Mama. Nein, das ist eine schlechte Idee. Also gut. Ich schätze mal noch 30 Minuten und dann gehen wir nach Hause. In Ordnung? Ruka, leiste uns doch Gesellschaft. Ich habe keine Zeit. Hier, bitteschön. Gehen wir woanders hin. Zwei Sachen. Jawohl. Das ist sexy Garnele. Fisch habe ich noch nicht so viel abgegeben. Kaufen, spenden. Holzstein. Silberessenz, Eislabor. Ins Labor wollte ich noch. Ich habe immer noch nicht geschaut, was für ein Tag das ist. Ich weiß nicht, ob die offen hat am Freitag. Geräte entwickeln. Aktivität. Kaufen. Bronze-Setzlinge wird bald bearbeitet.